800 Meter noch zurückzulegen. Im Feld tut sich nichts, nahezu alles unverändert. Golden Avenue an der Spitze bleibt hier zunächst noch unbedrängt. Eva de May innen, Honesty Newport außen geht etwas näher heran, übernimmt jetzt hier die Position neben Eva de May. Dolly Pop versucht das Tempo mitzugehen, innen Owen Dustin, dann Knight Rider und Firefox BR. Alles noch dicht beieinander auf dem Weg in Richtung Schlussbogen, wo Golden Avenue weiter in die Nase vorn hat. Honesty Newport außen jetzt alleiniges zweites Pferd. Eva de May innen. Fehler von Dolly Pop da im Bogen. Springt sich da aus vielversprechender Position aus dem Rennen. Golden Avenue an der letzten Ecke. Immer noch vorn. Außen Honesty Newport macht weiter Druck. Honesty Newport in der Mitte. Golden Avenue innen wehrt sich. Dann wird Owen Dustin in der Mitte der Bahn eingesetzt und hat hier einen starken Moment. OM Dustin ganz außen mit Golden Avenue. Golden Avenue. Fehler von Owen Dustin. Golden Avenue am Ende siegreich. Dahinter war es noch eng. Knight Rider vielleicht sogar ganz hart innen oder außen. Firefox PR. Eva de May. Da wird der Zielrichter nochmal hinschauen müssen auf den letzten Metern. So, das vorläufige Ergebnis auf den ersten drei Plätzen. Zunächst einmal Sieger ist die 1 Golden Avenue mit Dennis Minnemar. Zweiter wurde die 2 Knight Rider mit Jens Holger Schwarmer und dritter die 4 Eva de May mit Manfred Walter. Vorläufig also 1, 2, 4. Das Ganze vorläufig fürs neunte Rennen. Dennis Minnemar siegreich hier mit Golden Avenue. Er ist auch selbst Besitzer des Wallachs. Trainer ist Bas Krebers. Und wir freuen uns auf das Siegerinterview mit Marco. Test, jetzt geht's. Herzlichen Glückwunsch, Dennis. Ich muss erstmal gucken, ob es funktioniert. Wir sind auf einer Frequenz. Ja, die Überprüfung hat jetzt nichts mit dir zu tun. War ein wirklich toller Sieg und harter Fight. Ja, sicher, er ist ganz stark und stark schnell und ja, profitieren davon. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch nicht so einfach mit der Start im 1. Der Flügel kommt ja immer noch so ein Stück zurück, aber hast du gut abgepasst? Ja, stimmt, das ist, die Flügel ist kein Problem, dass sie ein bisschen zurückkommt. Er ist brav und geht immer. Er ist gut gegangen. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Dennis. Und Ihnen herzlichen Applaus bitte für Golden Avenue und Dennis Minnemann. Meter bis zur Startmarke und das Feld ist unterwegs zum 9. Rennen zum Borkum Cup. Golden Avenue vom Innenstartplatz hier mit dem besten Antritt. Eva de May dahinter in der zweiten Position. Honesty Newport kommt in die dritte Position vor. Dann sehen wir Dolly Pop. Probleme dabei Firefox PR am Ende des Feldes. Muss da kurz aufgenommen werden und verliert jetzt hier mal eben 2 Längen. Anschluss an das Hauptfeld. Ausgangs des Bogens jetzt bereits auf der Geraden zum ersten Mal das Feld. Golden Avenue vorn. Außen kommt Honesty Newport. Davor noch an der Innenkante Eva de May. OM Dustin innen. Honesty Newport außen. Dann Knight Rider mit Dolly Pop und Firefox BR. So geht es in den Hospitalbogen hinein. Unveränderte Reihenfolge vorne. Golden Avenue sorgt hier weiterhin für das Tempo. Eva de May lässt sich ziehen. 2 Längen zurück, dann OM Dustin. Honesty Newport außen unterwegs. Dahinter trabt Dolly Pop. Innen Knight Rider und dann Firefox Bear. Golden Avenue weiterhin mit der Führung. Jetzt gleich wieder im Parkplatz Bogen die Pferde vor Eva de May. OM Dustin an der Innenseite, Honesty Newport außen mit Dolly Pop im Rücken, an der Innenkante dann Knight Rider und Firefox PR. Alles jetzt dichter beieinander. Ausgangs des Bogens jetzt nach gut einem Kilometer, der zurückgelegt ist und der immer noch Golden Avenue an der Spitze sieht. Golden Avenue, Eva de May, außen Honesty Newport. Mit Dolly Pop, OM Dustin innen, Knight Rider dann und Firefox PR. 800 Meter noch zurückzulegen. Im Feld tut sich nichts, nahezu alles unverändert. Golden Avenue an der Spitze bleibt hier zunächst noch unbedrängt. Eva de May innen, Honesty Newport außen geht etwas näher heran, übernimmt jetzt hier die Position neben Eva de May. Dolly Pop versucht das Tempo mitzugehen, innen Owen Dustin, dann Knight Rider und Firefox BR. Alles noch dicht beieinander auf dem Weg in Richtung Schlussbogen,
wo Golden Avenue weiterhin die Nase vorn hat. Honesty Newport außen jetzt alleiniges zweites Pferd. Eva de May innen. Fehler von Dolly Pop da im Bogen. Springt sich da aus vielversprechender Position aus dem Rennen. Golden Avenue an der letzten Ecke. Immer noch vorn. Außen Honesty Newport macht weiter Druck. Honesty Newport in der Mitte, Golden Avenue innen wehrt sich, dann wird Owen Dustin in der Mitte der Bahn eingesetzt und hat hier einen starken Moment. Owen Dustin ganz außen mit Golden Avenue. Golden Avenue, Fehler von Owen Dustin. Golden Avenue am Ende siegreich. Dahinter war es noch eng. Knight Rider vielleicht sogar ganz hart innen oder außen. Firefox PR, Eva de May, da wird der Zielrichter nochmal hinschauen müssen.